Mein Name ist Annette Lockmann, ich bin die Bühnenbildnerin von dem Stück Titus Andronicus von Heiner Müller, was im Januar 2017 Premiere hatte in Hamburg. Für den Bühnenraum war die Überlegung eben, man arbeitet mit Deckenventilatoren, die wir umdrehen und auf dem Bühnenboden installieren, sodass es eine Art von gefährlichen Wald ist, den man geben kann und man immer wieder anmachen kann, wenn gerade jemand in der Nähe steht. Und man ist ja eigentlich eher gewöhnt, dass Deckenventilatoren an der Decke hängen, bei uns war es eben andersrum. Wir haben mit der Nebel gearbeitet, mit dem Wind, den sie ein bisschen gemacht haben, mit Licht von unten und so weiter, sodass man immer den Schatten von den einzelnen Blättern im Gesicht hatte. Das war so, es gab viele tolle Effekte, die damit möglich waren. Was dadurch deutlich gemacht werden sollte, auch unter anderem war eben, dass man das Gefühl hat, es gibt so eine latente Angst in der Gesellschaft im Moment und dass sich die Leute schnell bedroht fühlen von allen möglichen Dingen. Und das sollte ein bisschen damit wieder gespiegelt werden, dass man eben diesen Teppich hat von Deckenventilatoren, die erstmal, wo man erstmal nicht genau weiß, was passieren wird und die man dann so einen nach dem anderen oder teilweise auch in Gruppen anmachen kann, um die Schauspieler in die Bühnenfläche zu jagen. Das war ziemlich toll, weil ich auch teilweise den Schauspielern gar nicht gesagt habe, wann ich welche Deckenventilator anmache, sodass es immer ein ganz guter Effekt war, wie so aufgesprungen sind und in die andere Richtung gerannt sind. Das war sehr schön. Wir wurden unterstützt von der Firma Creorum, Lüftungs- und Heizungstechnik, und die haben uns wirklich sehr großzügig gesponsert, indem sie uns 8 Deckenventilatoren der Firma Westinghouse im Durchmesser von 142 cm. Das war sehr besonders wichtig, dass sie eine sehr große Spannweite haben, damit sie möglichst viel Bühnenfläche eben diese Deckenventilatoren haben sie uns gesponsert und mit der Post geschickt. Das ging alles sehr schnell und reibungslos und der Aufbau war total einfach und gut. Wir sind sehr froh, dass wir in der Firma Kio unterstützt wurden, weil wir als Unity-Anschaffung noch mit sehr geringen Budgets umgehen und deswegen wirklich diese auf Hilfe von außen angewiesen sind. Und dafür möchte ich mich auch im Namen des ganzen Teams herzlich bedanken und hoffe auf weitere Zusammenarbeit.